Nehmen wir einen Lustgarten mit Fruchtbäumen und wohlduftenden Pflanzen aller Art, wohlgepflegt und wunderbar geschmückt. Als Umzäumung hat er eine kleine Mauer, um ihn zu schützen. Neben dem Garten aber schäumt ein Wildbach dahin, und obwohl seine Wasser das Mäuerchen nur wenig berühren, unterhöhlen sie doch nach und nach dessen Fundament, bis es schließlich zusammenbricht und der Bach in den Garten eindringt, denselben überschwemmt, die Bäume entwurzelt und die ganze Arbeit zunichte und fruchtlos macht. So ist es auch mit dem Herzen des Menschen. So sagt es einer der großen Väter der Wüste, liebe Schwestern und Brüder, Makarios der Ägypter. Wie wahr ist das? Und wer wüsste nicht, ein Lied davon zu singen, dass in dieser wunderbaren Pflanzung, in diesem Garten, Paulus hat es uns eben zugerufen, dass unser Herz ist. Durch den Glauben ist dort ein Paradies geschaffen worden, weil Gott in unserem Herzen wohnen will. Aber wir sind hineingestellt in eine Welt der Wildbäche und der Wasserstürze. Und man braucht gar nicht die Umweltkatastrophen unserer Tage oder hier in unserer Nachbarschaft zu erleben, um zu erfassen, was es bedeutet, dass Wasser überall eindringt und nicht aufzuhalten ist. Wenn wir das von unserem eigenen Herzen wissen, wie können wir dann in rechter Weise an das Herz des Herrn denken, das wir heute in besonderer Weise verehren. Dieses Herz, das einzige in der Welt, das nicht, dessen Mauer nicht unterhöhlt wurde von den Wasserbächen dieser Welt. All diese Sturzbäche, die wir persönlich nur zu gut kennen, die da heißen Habsucht, Zorn, Neid, Eifersucht, Begierde, alles das, was uns der Apostel Paulus so oft zuruft, als das, was dem Geist Gottes entgegensteht. All das wird hier zusammengefasst, wenn die Schrift davon spricht, dass dieses Herz unverwundet ist, unbeeindruckt, ungeprägt von der Wirklichkeit dieser Welt, weil es ganz das Herz Gottes ist. Dieses eine große, schlagende Herz Gottes für uns und für diese Welt. Unbeeinträchtigt, geschützt, weil es sich ganz in Gott zu Hause macht, in dieser uneinnehmbaren Mauer gegen die Einflüsse der Welt, weil er ganz im Willen seines Vaters wohnt, weil er ganz diesem Willen verschrieben ist. Wie oft sehen wir ihn, dass er sich in der Nacht oder früh morgens zurückzieht, um mit dem Vater zu sprechen, im Gebet. Spätere Zeiten werden das Kontemplation nennen. Das ist die Mauer, die ein Herz schützt. Und wie wir das beim Herz des Erlösers sehen, so erfahren wir auch, was es bedeutet, wenn dieses Herz zerrissen wird vom Stoß der Lanze, von der Bosheit dieser Welt. Es öffnet sich für diese Welt. In dem Moment, so sagt es das Johannesevangelium, dem wir diese Schilderung verdanken, als er stirbt, übergibt er seinen Geist, den Geist Gottes für diese Welt, damit wir, wenn wenige Augenblicke später dieses Herz sich zerreißen lässt für uns, damit wir gefeit sind, dass wir ein neues Zuhause haben, einen neuen, wenn wir so wollen, Lustgarten. Wie sehr hat man die Herz-Jesu-Verehrung in eine Kitschecke stellen wollen, und doch, wenn man in rechter Weise die Verbindung sucht, sind es nicht nur die Alttestamentler, die uns darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Rede vom Herzen ist, vom Herzen Gottes wie vom Herzen des Menschen und seine Relation, seine Verbindung. Es haben uns die Patrologen darauf aufmerksam gemacht, dass die Väter gar nicht müde werden, vom Herzen zu reden. Eben haben wir einen Zeugen gehört, einen wahren Kenner der Askese und Vater des Mönchtums.
Und er scheut sich nicht, solche Begriffe wie Lustgarten zu brauchen. Wir haben ja alle Lieder schnell aussortiert aus dem Gotteslob. Wenn sie aus dem 19. Jahrhundert kommen, sind sie ohnehin verdächtig. Zu viel Emotion, zu viel Gefühl. Ja, und dann wundern wir uns, weshalb in die Kühlschränke unserer Kirchen niemand mehr Eingang findet. Das Gefrierfach haben wir auch zu Hause. Aber wenn wir hier an diesem Ort, liebe Schwestern und Brüder, das Fest des Herzens unseres Erlösers als Patronatsfest begehen, weil diese Kirche diesen Titel trägt, dann sagt uns dieses Bild vom Herzen, diese Wirklichkeit des Herzens, sowohl des gefährdeten menschlichen Herzens, wie wir eben hörten, und ebenso des bewahrten Herzens, das sich für uns zerreißt, noch mehr. Jede Kirche, auch unsere hier, ist so etwas wie ein großes, gebautes Reliquiar für das zerrissene Herz des Erlösers. Weil wir jedes Mal, wenn das Wort Gottes ertönt und verkündet wird, jedes Mal, wenn wir Eucharistie feiern, können wir dessen ansichtig werden, was es bedeutet, dieses große Geschehen. Paulus hat es uns versucht, wir wissen, Paulus tut das manchmal ein wenig, wirklich, weil es ihm so wichtig ist, nicht weil er sich kompliziert ausdrücken will, sondern weil er eigentlich etwas Unfassbares formulieren will. Er hat es uns zugerufen. Ich soll den Heiden das Evangelium, ich soll den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen. Etwas soll enthüllt werden, was von Ewigkeit in Gott selber verborgen war. Das ist das Kapitel, zumindest das alte im 9-Stunden-Gebet, weiß ich es gar nicht, ob es überlebt hat. Zumindest ist das die alte Kurzlesung im Stundengebet der früheren Ordnung. Da ist nicht direkt vom Herz die Rede, sondern vom Innersten Gottes, das enthüllt wird, das sich zeigt. Von der Hausordnung ist da die Rede. Dass ein Gott so liebt, dass er sich zerreißt, dass er das, was unglaublich bewahrt ist, das Innerste hergibt und zeigt. Das geschieht in jeder Eucharistie. Diese Hausordnung, dieses sich zerreißen, kann man besichtigen, ja nicht nur besichtigen und verehren, sondern empfangen, selber ein Teil davon werden. Deshalb sind die Kirchen in unserem Land und auch diese hier so wichtig. Selbst wenn sie in unseren Zeiten kaum besucht werden, selbst wenn sie kaum bebetet werden, selbst wenn das Unmöglichste darin stattfindet, es ist als Reliquiar wichtig, eine solche Kirche. Und wenn wir reden ja manchmal groß davon, aber wir lernen leider so wenig. Wenn wir in die Länder schauen, in denen Christen verfolgt wurden, ja, unzählige Kirchen, unzählige, Tausende waren in Russland, zu Zeiten der Sowjetunion, Futterlager, Viehställe, wie etwa zu unserer Zeit. So lange ist das auch noch nicht her. Große, berühmte Kirchen, die heute eine Touristenattraktion sind, waren unter Napoleon Pferdeställe. Und heute sind sie wieder Kirchen. Aber wir in einer typisch deutschen Manier, wir machen ja heute Nägel mit Köpfen. Wir reißen sie ab. Das kann ja niemand unterhalten. Als hätten die vor 200 Jahren mehr Mittel gehabt oder im kommunistischen Sowjetrussland. Als hätten sie mehr, wo alles kontingentiert war. Nein, heute müssen diese Reliquiare beseitigt werden, weil es eine Agenda hat. Keine christlichen Auffälligkeiten mehr. Niemand soll darin erinnert werden, was die innerste Hausordnung Gottes ist, wo sein Herz schlägt. Und selbst wenn er in einer Kirche, wenn hieraus eine Garage würde oder sonst etwas, ein Baumittellager, die Kirche als solche würde allein als Reliquiar, als Gebäude daran erinnern, wo das Herz Gottes ist und dass es für die Menschen da ist. Und es wird eine Zeit kommen, da werden sie wieder wach werden. Sie werden sich erinnern. Aber wenn sie abgeräumt sind, gibt es nichts mehr zu erinnern. Und manchmal hat man den Eindruck, genau das ist die Absicht. Unsere Aufgabe, liebe Schwestern und Brüder, ist hier in diesem Punkt, in dem äußeren Punkt Widerstand, mit ganzer Kraft. Wir sind da nicht einfach wehrlos und machtlos irgendwelchen Plänen eines Ordinariats oder Generalvikariats ausgeliefert. Sind wir nicht.
Wir reden sonst so gerne von den mündigen Christen, aber wehe, sie machen den Mund auf, dann ist es natürlich nicht recht. Vor allen Dingen, wenn sie die falsche Meinung haben, dann ist es natürlich gar nicht recht. In anderen Kontexten nennt man so etwas Totalitarismus. Aber wir haben noch eine wichtigere Aufgabe, liebe Schwestern und Brüder. Daran erinnert uns Makarios, der Ägypter, dass wir dieses Paradies, das Gott durch den Glauben in der Taufe in uns angelegt hat, dass wir dieses Paradies pflegen und dass wir diese Mauer stark halten, damit Gott mit seinem zerrissenen Herzen sich in unserem Herzen stets zu Hause fühlt.